Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich nochmal hier im Windpark Junge Donau bei Immendingen mit den 450 4,2. Ja, ist jetzt auch schon wieder 3 Monate her, dass ich hier war, Anfang Mai. Da befanden sich die Anlagen gerade im Bau. Ja, mittlerweile sind alle fertig und auch schon in Betrieb. Das letzte Mal stand ich genau hier an dieser Stelle, bei dieser Schutzhütte hier. Da lag hier noch alles voll mit Komponenten. Ja, und jetzt steht hier dieser Gigant direkt vor mir. Richtig fett. 166 Meter Nabenhöhe und 4,2 MW. Ja, leider nicht das beste Wetter für die Windenergie heute. Es ist schweineheiß, 30 Grad. Bin hier echt am Zerfließen. Und leider nur sehr, sehr wenig Wind. Also besserer Tag für die Photovoltaik heute als für die Windkraft. Aber ja, ich hatte halt heute Zeit und dachte, ich fahre nochmal hierher. Super schöner, schlanker Large Diameter Steel Tower. Ja, und hier hinten sieht man jetzt dann auch die anderen Anlagen. Rechts vom Turm war die erste, die fertig war. Und dahin bei der stand ich neben der Gondel. Und jetzt dann links sieht man die hinterste. Ja, man sieht ziemlich schwarzer Himmel, ist auch gerade schon wieder am Donnern. Also es sind auf jeden Fall Unwetter vorhergesagt. Das heißt, ewig kann ich mich hier leider nicht aufhalten. Und dann hier zu meiner Rechten die südlichste Anlage. Ah, die jetzt auch läuft. Sich gerade wieder eingeschaltet. Wahrscheinlich hat das Gewitter jetzt ein bisschen Wind mitgebracht. Eine richtig schöne Blattbiegung nach vorne. Ich liebe diese Riesenanlagen von Vestas. Wobei ich sagen muss, dass mir die 4 Megawatt Plattform auf jeden Fall besser gefällt als die Inventus Plattform. Einfach zu lang das Maschinenhaus, einfach zu eckig. Ah schön, jetzt gibt es ja nochmal richtig Gas hier. Merkt man auch, dass der Wind ein bisschen aufgefrischt hat. Dann habe ich ja Glück. Solange es nicht anfängt zu regnen, ist alles okay. Im Hintergrund hört man es schon wieder donnern. Ah, schaut euch das an. Jetzt laufen sie. Mega nice. Krass, wie schnell das geht. Gerade eben standen sie noch alle und jetzt sind sie ja fleißig am Drehen. Hört man auch schön, wie sie beschleunigt. Geil. Hinten, die laufen auch wieder. Ja, jetzt mal gucken, wo ich mich drunter stellen kann. Hier sind nämlich auch noch Bagger im Einsatz, die Stellflächen teilweise zurückbauen. Mal gucken, wo ich mich mal drunter stellen kann, dass ich mir dieses Teil mal aus der Nähe anschauen kann. Ja, ich habe echt richtig Glück, denn die Gewitterfront hat einiges an Wind mitgebracht, sodass die Anlagen jetzt richtig auf Vollgas laufen. Naja, was heißt Glück? Wahrscheinlich gibt es hier gleich voll das Unwetter. Aber ich feiere es gerade sehr, dass die Anlagen jetzt laufen. Von komplettem Stillstand zu, ja, fast Volllast wahrscheinlich. Schaut euch das an, ey. Wahnsinn, ey. Mit einem Schlag haben sich alle angestellt. Mit Ankommen der Gewitterfront hat die den ganzen Wind vor sich hergeschoben. Richtig krass. Eine richtig geile Blattbiegung gerade. Da hinten bei der Anlage sieht man es noch ein bisschen besser, wie schnell die jetzt gerade laufen.
Richtig nice. Das sieht schon echt Hammer aus, wenn dieser riesige Rotor sich dreht. Nice, ja, Sonne ist jetzt zwar leider weg, aber ja, ich habe mir gewünscht, die Anlagen laufen zu sehen und hatte ein bisschen Bedenken, dass es zu windstill ist, aber ja, dafür ist es jetzt halt ein bisschen zugezogen, aber die Dinger geben Vollgas, ey. Hammer. Auch gerade eben noch mal kurz mit der Drohne oben. Sieht richtig geil aus mit diesem dunklen Himmel. Schon echt nice. Würde mich echt mal interessieren, was die jetzt für eine Leistung macht. Mit Sicherheit Volllast. Naja, ich werde jetzt mal noch weiterziehen. Werde mal noch zu den anderen Anlagen hinfahren. So, jetzt stehe ich hier bei Anlage Nummer 2, direkt unten drunter. Beim letzten Mal stand ich da hinten. Da lag die Gondel damals. Und die Rotorblätter. Ja, mittlerweile sind sie an fast allen Anlagen dabei, die temporären Lagerflächen nochmal schön zu lockern, dass da nochmal bepflanzt werden kann. Da sieht man es, wo der Mutterboden aufgebracht wurde. Da liegt auch eine ganze Menge Kies. Werden sie die Stellfläche nochmal schön herrichten, das Gelände ein bisschen anpassen. Ja, und ich stehe jetzt hier nochmal direkt unter der Anlage, dem Gigant. Und die gibt gerade echt Vollgas. Ja, und verrückterweise ist das Wetter jetzt echt nochmal schöner geworden. Also Gewitter scheint sich ein bisschen verzogen zu haben. Der Wind ist zum Glück geblieben. Aber hier ist jetzt sogar nochmal blauer Himmel. Und das sieht echt einfach nur geil aus. Wie eine Krake. Das liebe ich ja bei den großen Vestas-Anlagen. Könnte ich den ganzen Tag zuschauen. Krass, ey, wie das so von so windstill vorhin, als ich ankam, zu jetzt super windig umgeschwenkt ist. Schon echt krass, was so ein Gewitter ausmachen kann, wie viel Wind das mitbringt. Und einfach der schöne, schlanke LDST, den finde ich super. Schöner als den Max-Bögel-Turm, also den finde ich mittlerweile echt so langweilig, weil den echt jede Hersteller haben. Und ja, mit dem Absatz oben an dem Übergang zwischen Stahl und Beton, das sieht einfach irgendwie komisch aus. Und der hier ist so schön wie eine Flasche gebogen. Sieht einfach richtig geil aus. Verrückt, dass ja, es jetzt echt noch größere Anlagen gibt. Ist halt immer so, mit die Anlagen, die man plant, sind eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo man sie errichtet, schon wieder technisch überholt. Gibt es schon wieder was Neues, weil halt die Genehmigungsverfahren echt so lange dauern. Muss man sich jetzt vorstellen, eine V236 gibt es jetzt als Offshore-Anlage, Prototyp in Österild. Was die für riesige Latschen hat, da sieht die V150 dagegen schon wieder klein aus. Echt verrückt. Ja, da will ich auf jeden Fall auch irgendwann mal wieder hin, aber ist halt auch echt ein gutes Stück. Muss man halt mal im Sommer hinfahren. Ja, hier kommen von überall die Bagger hergerollt. Hier im Hintergrund sieht man jetzt nochmal schön die anderen Anlagen. Das war die erste, die fertig errichtet war. Und hinten dran dann nochmal die 4 und die 5. Richtig nice, die jetzt laufen zu sehen. Ja, habe ich Glück gehabt mit dem Wetter. Gewitter scheint sich verzogen zu haben. Schwein gehabt. Naja, ich werde jetzt mal noch ein bisschen rumfahren. Gucken, was es noch so zu entdecken gibt und noch ein paar coole Drohnenaufnahmen machen. So, stehe jetzt hier nochmal bei Anlage 1. Die nördlichste Anlage. Auch zackig am Laufen. Ah, da habe ich mich echt drauf gefreut. Ich bin echt happy, dass sie jetzt so gut laufen.
Ja, hier sind die Rückbauarbeiten schon abgeschlossen. Die temporären Flächen sind schon wieder tiefengelockert, gemulcht, dass hier wieder schön aufgeforstet werden kann. Und der Stichweg hier, die Zuwegung und hier die Kranstellfläche müssen eben dauerhaft bestehen bleiben im Falle einer Reparatur. Wenn man Kran kommen muss und irgendwie Blätter, Getriebe tauschen muss oder sowas, das muss dauerhaft bestehen bleiben. Aber auch eine vergleichsweise geringe Fläche, kleine Fläche. Also im Durchschnitt glaube ich 0,46 Hektar, die dauerhaft bestehen bleiben. Der Rest wird wieder alles aufgeforstet. Und die Fläche, die man ja dauerhaft in Anspruch nimmt, muss man auch an anderer Stelle wieder aufforsten. Also neuen Wald pflanzen. Schon verhältnismäßig wenig für so eine große Anlage. Im Idealfall hat man natürlich irgendwo auf dem Feld oder irgendwo vorm Wald eine Blattlagerfläche. Dann ist der Eingriff noch mal geringer, aber ich glaube, der Wald hier war auch schon ein bisschen kaputt. So sah es zumindest auf dem Luftbild aus. Ja, da hinten sieht man noch mal schön die anderen Anlagen. 2 bis 5. Ja, schön, wie sie aus dem Wald rausgucken. Bei den 426 auf dem Amthauserberg gegenüber, die sind halt wesentlich kleiner. Die haben nur 137 Meter Narbenhöhe, die hier 166, also nochmal 29 Meter höher. Die sieht man jetzt schön aus dem Wald rausgucken. Gewitter scheint noch nicht ganz vorbei zu sein, also es ziehen immer wieder dicke Wolken vorbei und ist auch noch so ein bisschen am Krummeln. Naja. Ja, also die 4 Megawatt Plattform gefällt mir wesentlich besser als die Inventus, rein optisch. Auf allen Maschinenhäusern steht ein bisschen was anderes drauf, also auf einer Seite steht auf jeden Fall Vestas und auf der anderen Seite steht Juvi und einer der Betreiber. Diese Anlage hier betreiben die Stadtwerke Mühlacker, das ist bei Stuttgart. Andere werden betrieben von Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, Stadtwerke Schwäbisch Hall, dann, ich glaube, Stadtwerke Vilsthal. Ja, auf jeden Fall cool, dass hier regionale Stadtwerke investieren können in den Park. Ja, werde jetzt nochmal schnell mit der Drohne fliegen, von der Seite alles anschauen, bevor es dann gleich anfängt zu regnen. Ja, zum Abschluss hier nochmal ein cooler Blick auf die Anlagen unten vom Tal aus. Hier oben stehen sie auf dem Möhringer Berg. Ja, man hört es im Hintergrund. Unwetter ist jetzt doch im Anmarsch. Ich muss mich echt schnell auf den Rückweg machen zum Bahnhof. Ja, aber habe aber trotzdem noch ganz coole Aufnahmen hinbekommen. Ja, komischerweise ist es jetzt echt nochmal richtig windstill. Also einige Anlagen stehen jetzt auch nochmal. Hier die hinterste läuft. Aber irgendwie ja, komische Wetterlage, dass jetzt alle Anlagen sich abgestellt haben. Naja, jetzt habt ihr auf jeden Fall mal ein kleines Update hier vom Windpark Junge Donau. Ja, schon cool, die Anlagen jetzt vom Bau bis zum Betrieb verfolgt zu haben. Finde ich immer spannend. Ja, und hier in der Region ist wohl noch mehr in Planung, beziehungsweise die Gemeinden müssen halt Flächen ausweisen, um ihre Flächenbeitragswerte dem Regionalplan zu melden. Und da denken jetzt einige Gemeinden in der Region drüber nach, auch Windkraft auf ihren Gemeindeflächen zu erlauben und Flächen auszuweisen. Bin ich mal gespannt. Bis 2025 müssen die Flächen ausgewiesen sein, also es dauert auf jeden Fall noch. Hier Anlage 1. Aber dann kommen hier noch größere Anlagen her.
Ja, werden mich jetzt schnell auf den Rückweg machen. Im Anschluss gibt es noch mal ein paar Drohnenaufnahmen. Echt ganz cool geworden mit den Gewitterwolken. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Halt die Ohren steif und bis dann. Thank you.